Ja, lieber Carsten, herzlichen Glückwunsch, ne? Du hast das Teil erraten. Ausgang Schauspielhaus, richtig. Und zwar da oben, für die, die es noch nicht wussten. Ich gratuliere dir. Du hast dir gewünscht, dass ich heute das nächste Fragt-Andi-Format, dazu würde ich auch noch gleich was sagen, ob es weitergeführt wird. In dieser Form weiß ich nicht, sage ich aber gleich. Du hast dir ja ausgesucht, dass ich in Roostown, einer der lautesten Halle hier im Park, das nächste Format aufnehme oder eher den Part. Danke dafür. Ich werde gleich meinen Hals richtig stark belasten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Richtung Roostown. Danke. Carsten, das war ja dein Wunsch, dass wir genau hier oben in der lautesten Halle des Phantasialandes stehen und das Fragt-Andi-Video aufnehmen. Ich versuche jetzt ein bisschen lauter zu reden, weil da rasen sie über mir, hast du gesehen. So, ich versuche jetzt lauter zu reden und ich muss ein paar Sachen erklären. Und zwar, das Fragt-Andi-Format wird an sich vielleicht ein bisschen geändert und wird mehr ratespielbezogener sein. Das heißt, ja, der Grund dafür ist, weil ich ja diese Livestreams mache und da können mich Leute ja immer live fragen. Deswegen sind die Fragen in diesem Format, sag ich mal, ein bisschen nach hinten gegangen. Und alle Leute zeigen mehr Interesse an dem Ratespiel, was ich auch gut verstehe, weil ich auch selber mitmachen würde. Deswegen werde ich das Format jetzt ändern. Trotzdem wird das mit Part 3, 4, 5 weiterlaufen. Und zwar wird das Parktyp Ratespiel. Ich hoffe, das nimmt ihr gut an, weil ja, es ist auch Quatsch, jetzt gefragt an die Formate noch weiterzuführen, weil eben der Livestream da ist, weil da eben Leute auch viel fragen und Fragen stellen und ich sie auch direkt live beantworte. Also hoffe ich, dass es für euch okay ist, dass wir daraus ein Parktyp-Ratespiel-Video machen immer. Der Gewinner wird halt mir per Nachricht oder private Nachricht sagen, wo ich das nächste Mal mit euch quatschen soll und was das nächste Ratebild werden soll. So, das dazu. So, der lieber Carsten hat mir gesagt, ich soll mir das nächste Bild selber aussuchen. Habe ich auch gemacht. Und zwar blende ich das jetzt ein. Und wieder ist es eine Wandmalerei irgendwo im Park, in irgendeinem Themenbereich, irgendwo drin. Mal gucken, ob ihr es erratet. Ja, auf jeden Fall schöne Schnörkel und so kann man machen. So, das war's jetzt mit dem Bild. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben bei dem Raten. Ich glaube, das wird nicht leicht sein. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von dem Parktyp Ratespiel. Vielen Dank, meine Freunde, und wir sehen uns. Ciao, viel Spaß beim Raten.